Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Sword Art Online. Wir sind wieder aktiv am Rennen und Laufen und Machen und Tun. Und ja, wir können hier. Oh, guck mal, wir können sogar mit den bestimmten sprechen. Miteinander reden. Sehr cool. Wir können jetzt auch miteinander reden. Wir können hier wieder rumlaufen. Wir haben viel in den letzten Folgen jetzt mitbekommen, was passiert ist und was nicht passiert ist. Na gut, es ist auf jeden Fall viel passiert. Hier nochmal rumgucken. Da ist Alice. Das sind die Sozialpunkte, von denen man gesprochen hat. Ah, da können wir sogar machen. In der Zwischenzeit, während wir hier dieses Gespräch machen, könnt ihr hier einmal bei uns den Like-Button drücken, ein Abo dalassen und könnt die Glocke bimmeln, damit verpasst ihr auch nicht mehr einer von unseren Folgen. Und jetzt gucken wir mal dieses Gespräch an hier. Wenn du die Atmosphäre in vertrauten Gesprächen steigerst, öffnet der Partner dir irgendwann sein Herz. Level 3 verlegen, ihr könnt Händchen halten. Level 4 aufgeregt, ihr könnt euch umarmen. Wenn dein Partner so richtig glücklich ist, könnt ihr euch ein ganz privates Fleckchen suchen und dann musst du schon selbst herausfinden. Normale Stimmung. Ha? Okay. Alle Stimmung. Das ist ja einfach. Level 2. Okay. Zuneigung plus 2. Ja, easy. Und was passiert, wenn die Leiste jetzt... Achso, wenn die Leiste beendet ist, wird das Gespräch beendet dann wahrscheinlich. Können wir noch ein bisschen übers Kämpfen reden? Für die Kämpfen. Ah. Verwirrt. Wir stehen uns jetzt näher. Kann ich meinen Partner nicht auch ändern? Irgendwo... Kann ich das nicht machen? Status. Lugio Level 20, Buffliste, Beherrschung. Da Lugio. Kann ich auch machen. Sortieren. Standard. Level. Okay. Aber in die Gruppe einladen. Kann ich die jetzt nicht irgendwie. Nee, guck mal, Asuna noch mitnehmen. Aber kann ich denn nicht. Lugio, kann ich denn nicht irgendwie den Partner wechseln? Okay, gut. Muss ja mal bei Gelegenheit nochmal gucken, wie das dann mit dem Partnersystem dann noch funktioniert. Da kann ja nicht sein, ich muss ja dann gar nicht mit Lugio Händchen halten. Das tut ja nun nicht Not. Gut, gehen wir erstmal gucken. Ich hätte die ganzen Handwerker. Da kann man auch wieder reden. Und mit Kirito. Schmieden. Holzschwert. Natürlich kann man nichts weiter schmieden. Och.
Ja. Miden gravieren. Holzschwert. Was auf, Rüstung, Ausrüstung verstärken. Da, guck mal. Nachthimmelklinge, Bestienklaue. Oh, können wir verstärken. Ja, wollen wir. Sehr gut. Oh. Uporsteine, wir haben nichts, mit dem, was wir verstärken können. Da auch nicht. Gut. Bastelaufträge. Brauchen wir wahrscheinlich sowieso nicht, weil wir sowieso nichts verbessern können. Aber das macht nichts. Das, was wir wollten. Geh noch mal hinten zu den anderen Händlern gucken. Da ist vielleicht auch noch mal was. Hier? Ja, so. Waffenhändler. Wir haben hier noch was Besseres als unser... Nein. Wir haben nur 500. Boah. Wir haben nur 500 von diesen blöden... Ina, Shaya. Ja, gut. Macht auf, wir können verkaufen. Jo. Kaufen. Ja, muss. Nee. Können wir bestimmt nochmal anlegen. Online funktioniert. Füllt. So. Kriegsritter Zubehör. Nichts. Gucken. Nein. Lederausrüstung. Waffe, heiliges Licht. Cool. Nee, Lederrüstung. Wir werden schon mal nicht besser. Kaufen wir an. Weg. Kommen wir nicht hin. Welche Chemiematerial. Zutaten, das sind Kochzutaten. Essen. Ja, wir wollen das auch machen. Nein, ich will lieber das mit Asuna alles machen. Wir müssen ja mal ein bisschen, zumindest ein bisschen den Spielen treu bleiben. Kann ich da nicht einfach zu ihr hingehen? Wo sind die? Was Alice auch mit den Leuten schrieb. So, Status prüfen. Rang 2 Zuneigung. Und sonst? Nee, kann man nicht. Miteinander reden. Oder muss ich das hier über Gruppe machen? Ah! Ja, haha. Ja, das ist doch besser. Das ist doch besser. Guck mal, das können wir dann auch. Ah, jetzt haben wir es herausgefunden. Ja, wir sind zwar ein bisschen blöd, nein, blöd sind wir nicht. Wir brauchen immer noch ein bisschen länger, um was herauszufinden. Ach, Quatsch. Können wir doch nochmal hier. Begeister? Welt reden. Essen? Na, Zuneigung plus 1. Zuneigung plus 2. Zuneigung plus 2. Cool. Befreundet? Hallo? Asuna und Kirito sind nicht nur befreundet, sie sind mehr als Freunde. Und dann plus 3. Gehen wir mal wieder essen. Machen wir. Ich glaube, das können wir noch eine ganze Weile so weitermachen, habe ich das Gefühl. Können wir. Komm schon, weiter, weiter, weiter. Ich will dich noch auf Level 4 kriegen. Wie das hinkriegen? Fraglich.
Verwirrt. Level 3. Was, wenn ich gut zusammen? Ja, doch, das passt. Ah, guck mal, jetzt geht es immer mehr leer. Na gut, ist vorbei. Ihr habt eine starke Beziehung aufgebaut. Ja, sehr gut. Sehr cool. Okay, egal. Wir gehen jetzt erstmal hier raus und gehen nochmal. Reich Isotec Kreuz. Sauskreuz. Ach, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Gut. Ein quirliges Mädchen, das in SAO als Schmied gespielt hat. Ohne ihr von Kirito Situation hat, hat sie sich direkt aus der Radzweigstelle Roppongi als Maschinist eingeloggt. Oh, Maschinist, cool. Gucken wir mal, wie das Südreich aussieht. Lisa Reed, da Flugleits nicht ewig leben, liest der Administrator die Seele von Lisa Reed. Lisa wird mit einer Kopie ihrer eigenen überschreiben und verwandelt Lisa Reed so letztendlich in Cardinal. Ja, die Geschichte haben wir ja von Cardinal gehört. Fahrt schneller! Asuna, Asuna Yuki. Kiritos Freundin. In SAO nannte man sie Blitz. Die beste Rapierkämpferin im ganzen Spiel. Sie hat sich in Underworld eingeloggt und Kirito... Achso. Oh, schön. Palm. Ein weiter Fall. Oh, wie schön. Barmia Grünland. Reich Sauserkor. Kapitel 2.1. Omen eines Tages. Kapitel 2. Balkan, ich habe schon mal in den Errungenschaften bei Steam geguckt. Ich glaube, es gibt 6 Kapitel. Das ist Sauskreuz. Ganz schön grün hier. Trotz der Nähe zu Centauria. Als erstes gehen wir zu Reunalds Imkerei. Da haben sie die Bestien gesehen. Unser Ziel liegt ein Stück die Straße entlang an einem Weg nach rechts. Ordnung. Reunalds Imkerei. Beeilen wir uns lieber. Ja, ich habe so ein bisschen geguckt in den Steam-Erfolgen. Es gibt wohl 6 Kapitel. Da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns, wenn wir erstmal Kapitel 2 sind und ihr, weil ihr wisst schon, wie lange Kapitel 1 gebraucht hat. Ich hoffe, dass die anderen Kapitel dann auch ungefähr genauso lang sind. Mal können wir hier mal die Karte gucken. Da haben wir, oh, wilder Clan, hitziger Kopf. Da haben wir, das ist noch eine Statue. Aber bisschen was vor uns auf jeden Fall. Gut, gucken wir mal, was uns hier erwartet jetzt. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, wie lange Kapitel 1 gedauert hat. Wenn Kapitel 2 genauso lange dauert, hui, da haben wir auf jeden Fall noch jede Menge zu spielen und jede Menge zu gucken. Ja. Aber ein bisschen Geschwindigkeit. Hier runter. Können wir eigentlich auch noch heilige Kunst hochscreen? Das könnten wir, glaube ich, auch noch. Müssen wir nachher auch noch mal gucken, wie man das macht. Aber es kann sein, dass wir das auch noch lernen, dass man uns das noch mal sagt. Weiter nichts. Sammeln. Nichts. Jetzt ziemlich ruhig hier. Das ist hier ruhig. Zu ruhig. Das macht mir Sorgen. Wieder ausgelaufen. Okay. Können wir erstmal nur so auf Level 1 machen. Aber das wäre cool, wenn sich das hochlevelt mit dem erfolgreichen Benutzen. Wenn die da dann Erfahrung kriegen würden, das wäre cool. Ah, Buffoot hätten wir auch noch nehmen können. Hier ist noch so ein Monolith hier, ups. Was speichern wir hier auch nochmal. Zack. Und ab zur Imkerei. Oh, was hier auf jeden Fall Beast ist.
Okay. Also doch noch nicht da. Ja, da ist was. Oh. Das sieht gefährlich aus. Ist das gefährlich? Das ist wohl die magische Bestie. Du kannst jetzt verbündeten Skills einsetzen. Verbündeten Skills kannst du über die Kunstanzeige aktivieren, wenn deine Gruppe mindestens 3 Mitglieder umfasst. Nach Aktivierung von verbündeten Skills kannst du deine Gruppe Angriffsbefehle geben und ihr könnt gemeinsam Angriffsketten ausführen. Darüber hinaus kannst du Gegner auch K.O. schlagen und ihnen so noch mehr Schaden zufügen. Durch den Einsatz der verbündeten Skills steigt auch die Zuneigung deiner Gruppenmitglieder. Okay. Verbündeten Skills, warum braucht man sowas? Wenn man einfach nur... Tch. Verbündeten Skills, ja, nee, ist klar. 100, 200, heilige Kunst P 30. Ja, natürlich. Was passiert jetzt? Die Blume nimmt das auf. Ja, ob das hier wirklich so ist, wie es ist, erfahren wir natürlich in der nächsten Folge. Ist ja jetzt natürlich erstmal wieder ein bisschen, ja, rätselhaft und mysteriös. Wir werden es erfahren, wie es in der nächsten Folge weitergeht. In der Zwischenzeit wünsche ich euch erstmal alles Gute, macht's gut und auf Wiedersehen.